Grüß euch. Ihr seht, war ich schon wieder mal in einer Gärtnerei. Kann ich nicht wieder stehen. Was ich daraus mache, seht ihr jetzt. Wie ihr wisst, war heute eine Zeit lang kein Video. Ja, wir sind ein bisschen im Stress, positiven Stress muss ich dazu sagen. Wie ihr wisst, im Frühjahr ist wieder Gartensaison und bei uns ist ja einiges passiert. Wir haben müssen ganz viele Leitungen legen, wir haben gebaggert, wir haben alles neu angelegt. Ja, und das ist noch immer nicht ganz fertig, weil voriges Jahr so ein Wetter war. Der Bagger steht schon wieder vor der Tür und es geht wieder weiter. Aber in der Zwischenzeit haben wir einmal eine Pergola gebaut. Und ja, ein bisschen eine Deko gehört trotzdem und immer halt vor einem Hauseingang ein bisschen was bepflanzen und das möchte ich heute machen. Als erstes habe ich mal einen großen Topf und natürlich eine Pflanzen. Die Ostern sind vorbei und die Frühjahrsblüher, die setze ich immer gleich aus, weil ich super Platz dafür habe vor unserer Haustür. Da sind Narzissen, da wächst alles mögliche Frühlingshofte und das setze ich natürlich dazu. Und das mache ich eigentlich mit allen Pflanzen so. Ich kaufe keine typischen Pelargonien, Petunien oder solche Sachen, weil die ist immer nur eine Saison. Ich kaufe eben so wie solche Sachen, die Heuchera, Sukkulenten oder so Sträucher, wo ich weiß, die Farben passen oder auch die Pflanzen selber passt und die kommen dann bei mir in den Garten. Und so wächst mein Garten immer. Also ich kaufe nicht alles auf einmal, das ist einfach, das kommt zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Ich schaue immer so, dass ich die Deko oder so Sachen, was ich bepflanze, dann aussetzen kann. Oder was ich noch mache, ganz viele Sachen einfach teilen. Ich habe so Pflanzen, die kann man im Frühjahr oder im Herbst dann ausgraben, ganz viele daraus machen und wieder im Garten verteilen. Ja, es dauert zwar länger, aber es funktioniert und deswegen habe ich eben solche Pflanzen. Als erstes habe ich da eine Pflanze, die ist bleibend, wird ein riesiger Strauch. Jetzt der Wald passt der und im Herbst wird er dann ausgesetzt. Nur was mir bei denen nicht passt, ist in meinem Topf drinnen, dass das von unten auswächst. Also wie ich den ein bisschen zubetrimmen, also schneide ich das ein bisschen weg. Das kann man ohne weiteres machen, so dass mir die Form passt. Und dann pflanze ich das da ein. Das ist eigentlich nichts Aufregendes. Das Einpflanzen kennt ihr eh. Unterhalb eine Drainage machen, so dass das Wasser nicht steht. Schauen, dass die Pflanzen mit dem Gesicht zu anschaut. So wie jetzt ist sie für euch verkehrt. Wenn ich es umdrehe, dann ist da die Vorderseite. Ich glaube, das erkennt man. Und das muss man bei den Pflanzen immer schauen. Die Pflanzen haben genauso alle ein Gesicht. So, das ist einmal die erste. Dann habe ich da zwei wunderschöne Heuchera. Die hat eine traumhaft schöne Farbe. Die gibt es in die unterschiedlichsten Farbtöne. Ich mache eine andere Deko auch noch mit einem anderen Farbton und die passen bei mir beim Garten einfach wunderbar rein. Die werden da einfach dazu eingesetzt. Schön auf die Abstufung achten. Also das höhere hinten, das, die mittlere Höhe so zwischendrin und vorne dann das kleine. Das kleine ist bei mir eben so etwas und Sukkulenten und schaut mal die Form an, sind eh nicht traumhaft. Also die passen ja wunderbar da zusammen. Viele werden sagen, ja, das ist schon ein bisschen früh, ich habe noch die Frühlingsblüher. Ich weiß, aber es ist oft ein Problem, dass man wirklich genau die Sachen kriegt. Das ist jetzt einfach bei uns da die beste Zeit in die Gärtnereien und überall. Jetzt haben sie eine riesen Auswahl an denen. Später dann gibt es Rosenpelargonien und andere Sachen. Und deswegen setze ich das jetzt schon ein. Es passiert ja nichts, es wächst wunderbar an. Und ich kann es dann im Herbst, wenn wieder eine neue Deko kommt, wunderbar noch in meinen Garten aussetzen. Ist die nicht lieb? So, die kommt da noch dazu rein. Jetzt ist mein Topf eigentlich voll, weil das wächst ja sowieso noch an. So, jetzt drehe ich das einmal um, damit ihr das von vorne auch seht. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Es ist wieder ein bisschen ein Neustart, wir sind wieder mal heraus. Auf einem anderen Platz. Da muss man erst schauen, wie alles passt. Godo, passt das Licht? Kommt man mit dem Filmen zusammen? Ja, es ist alles wieder ein bisschen anders, aber das ist okay. Traumwetter. Ja, herrlich. Ich muss gestehen, ich habe heuer das erste Mal keine Socken mehr. Noch nicht barfuß, aber ohne Socken.
Dann natürlich wieder schön mit Erden auffüllen, aber auf den Gießrand nicht vergessen. Also am Rand ein bisschen unter dem Topf bleiben, damit das Wasser schön einrinnen kann. Das ist auch immer ganz wichtig. Nicht zu tief, aber auch nicht zu hoch. So, dass die Pflanzen wirklich schön Erden haben, schöne Nährstoffe haben. So. Also die Verpflanzung passt mir schon sehr gut. Und natürlich kommt da noch ein bisschen Deko dazu. Weil das Ganze schon für Sommer bis in Herbst einigeht, habe ich mir gedacht, ich gebe ein bisschen Rinkenmulch drauf. Das hat nämlich auch so einen rötlichen Ton. Das ist eine wunderbare Geschichte. Das deckt mir da wunderbar die Erden ab. Holt auch schön feucht. Das ist ganz eine praktische Sache, weil Steine und so, wenn man gießt, Kies und das wird meistens von der Erde dann dreckig. Das wird bei den da nicht. Und wie gesagt, der Ton passt da optimal dazu. Ich habe im ganzen Garten das verteilt, weil ich bin ja faul beim Unkraut jäten. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Aber der Udo wird später eher mal ein Video machen, wie das Ganze, die Gartenentstehung, zumindest die Neugestaltung wieder. Ja, ihr kennt das vielleicht auch. Oft ist irgendwas, man hat schon vieles gerichtet. Und bei uns waren voriges Jahr eben die Unwetter. Ja, und da sind wir drauf gekommen, dass bei uns, was bei uns beim Grundstück, das Wasser, wenn es so viel regnet, direkt durch aber schießt, durch unser Garage und durch den ganzen Garten. Und natürlich hat es uns da einiges ausgeschwemmt. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen, wie sollen wir das Ganze einfangen. Ja, und dann war halt das Ganze Drainagen machen und mit Rohre verlegen. Und das war ja eine Riesengeschichte mit Riesenrohre. Also der Garten hat ausgeschaut, echt, das war zum Blären. Aber mittlerweile geht es schon wieder einigermaßen. So, jetzt habe ich meine Rinkenmulch drauf und ich gebe einfach Muscheln. Das hat den sommerlichen Touch. Einfach die Muscheln verteilen und vor allem sind die Muscheln nicht nur Deko, sondern wenn ich gieße, die haben nämlich so viele Mineralien, die sind für die Pflanzen nämlich auch super. Oder was man noch machen kann, wenn man Dünger für die Pflanzen braucht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber der Kaffeesud. Wenn man Kaffee kocht, die meisten haben ja so eine Vollautomaten, mir natürlich auch, und da fällt ja immer der Sud ab und den einfach im Garten verteilen. Oder so wie da im Blumentopf habe ich das genauso unter die Erde gemischt. Das ist der Dünger Nummer 1. Ganz, ganz praktisch. So, ich habe mich für ganz einfache Sachen entschieden. Einfach eine Silberkugel, einen Schwamm, der wächst auf die Bäume. Dann ein bisschen, so, ich weiß gar nicht, was das ist, war bei so einem Potpourri drinnen. Ein einfaches Licht, dass es gerade ein bisschen in der Nacht leuchtet. Und vielleicht so eine Stäbe, das weiß ich aber noch nicht. Ich muss es nochmal umdrehen, weil sonst ziehe ich wieder nichts. Weil es sollen ja wirklich die Pflanzen zur Geltung kommen. Das ist mir wichtig. Und die wachsen ja wunderbar an. Aber gerade so, dass es ein bisschen einen Lichtfänger drinnen hat. Dann mein Licht. Das möchte ich da wirklich schön rein versenken. So, dass es wirklich nur am Abend ein bisschen außerstrahlt. Der Schwamm, da passt da hinten gut einer. Das ist gerade ein bisschen an Natur, dass ein bisschen was anderes drinnen ist. Man kann natürlich auch einen schönen Stein oder was reingeben. Das lege ich mir auch einfach ein bisschen zwischen rein. Also das Ganze einfach mit Sachen, die was angefallen oder was man gerade hat, ein bisschen ausdekorieren. Es muss nicht viel sein, gerade dass ein bisschen was, ein bisschen eine Sachen drinnen sind. So, dann hat man wieder ein bisschen was zum Schauen mit den Stäben. Na, ganz ehrlich, mag ich nicht mehr. Ich habe sie ja mal hergerichtet, aber sie müssen gar nicht sein. Ich finde, es ist wirklich so genug, weil die Pflanzen sind so wunderschön. Ja, das wäre eine Pflanzschalen, die kommt bei mir vor den Hauseingang hin. Und eben wie gesagt, jeder mag andere Pflanzen, jedem gefällt was anderes. Bei mir ist die Pelargonien und die Petunien sind wunderschöne Pflanzen, gibt es überhaupt nichts. Nur ich mag die nicht einsetzen. Die sind einfach eine Zeit lang, wachsen wunderschön an, aber dann kann man sie wegtun. Und das ist mir wirklich schade. Und überwintern habe ich einfach
nicht die Muse und nicht den Platz. Und deswegen nehme ich gerne solche Sachen, weil die kann ich dann einsetzen. Wenn ihr mal mitschaut, zum Beispiel da, da, das ist so eine. Das ist auch eine Hera, die habe ich voriges Jahr in einen Topf gehabt. Das sind die Eselsohren, die was ich vermehr wie nicht was. Also die wachsen super. Die sind bei mir die ganzen Beetbegrenzungen. Oder der Lavendel, wo auch bei einer Deko drinnen. Und da setze ich dann alles farblich ein bisschen passend aus. So, was ich noch habe, ist also ein Seil. Das möchte ich noch gern drinnen haben. Seil macht immer sehr mediterran, finde ich. Das ist immer, wenn ich ein Seil sehe, muss ich auf Sommer denken. Das ist einfach so durch die Taue und ja. Und das möchte ich da ein bisschen noch dazu eingeben. Ich glaube, es passt recht gut und das macht wirklich einen sommerlichen Touch. Den kann man ein bisschen aufdröseln. Dann mache ich da so Knöpfe drauf. Also eigentlich ganz eine einfache Deko. Ja, die Pflanzen sind ein bisschen teurer als wie die anderen, aber man darf nicht vergessen, wenn man die aussetzt oder so wie das da kann man auch im Topf lassen, man hat das ja dann sehr lang. Das ist ja nicht gleich wieder zum Wegtun oder kaputt. Ich finde das einfach eine super Lösung, wo man alles wieder verwerten kann und dann im Garten auch wieder eine Freude hat. Für mich ist das halt wichtig. Bei meinem Garten soll ja ein bisschen so ein ein Cottage-Bauerngarten werden. Das ist meine Absicht. Und ihr wisst, die Cottage-Gärten, die sind das ganze Jahr über blühen und üppig blühen. Und da braucht man wirklich ganz, ganz viel Pflanzen. So, und so würde das dann fertiger ausschauen. Ja, ich habe euch schon erklärt, warum ich die Pflanzen genommen habe. Ich möchte in meinem Garten so einen Bauern-Cottage-Garten, so eine Mischung ein bisschen machen und da braucht man sehr viele Pflanzen, wie ihr wisst. Und deswegen gestalte ich das immer so, dass ich das dann weiterverwenden kann. Das sind alles Pflanzen, die was ich dann aussetzen kann, die was dann im Garten weiterwachsen. Ja, und so kommt mit der Zeit auch ein bisschen was zusammen und mein Garten wird ein bisschen fauler, ohne dass es auf einmal so viel kostet. Okay, ich mache jetzt noch den zweiten und dann sehe ich das vor dem Hauseingang. Tschüss!